100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales und wir sind kurz vor der vom Grab von Artist, glaube ich. Ich habe noch meine alten Zeichnungen noch mal rausgepult, um zu gucken, ob die Wege noch genauso sind, wie sie mal waren, oder ob die Dungeons umgebaut haben, ob da mehr Kammern zugekommen sind oder wie auch immer. Und genau, schauen wir einmal kurz als erstes in die Pfade rein. Berühmt, 100 Einfluss, ein Punkt. Vielseitige Handwerk, endlich Freitag. Wir haben jetzt 17.56 Uhr. Mensch, gestern die letzte Folge online geschickt, die ich glaube Sonntag oder Montag irgendwie fertig gemacht hatte. Und aktuell 235 Abos. Ich weiß nicht, ob es immer derselbe ist. Einer kündigt und kommt dann wieder dazu. Oder vielleicht sind das auch verschiedene. Wenn das immer derselbe ist, junge Wackelkandidat, es gibt kein Foto für dich. Du wackelst. Die Mission Suche Grab der Ahnen abgeschlossen. Ich kann mal bestimmt erstmal Hanf mitnehmen. Essen habe ich noch für 14 Tage, ne? Und solch habe ich auch noch genug. Also ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich hier drin jetzt irgendwie Probleme bekomme. Ja, und wie gesagt, ne? Die ganzen Inventardinger, die muss ich mir echt mal irgendwie in einer ruhigen Minute mal komplett neu durchsortieren. Und das nächste Blöde ist, ich muss eigentlich nochmal in die Stadt zurück, ne? Den ganzen Kram verkaufen. Guck mal hier, Spangenpanzer der Inquisition. Champion-Statuette, aber ich habe doch auch mein Warhorse, ne? Okay, das kann zum Glück auch noch haben. Nehmen ein bisschen, was essen wir ja noch. Und bevor ich es vergesse, alle Einhandwaffenträger. Wir kriegen jetzt mal. Na komm, Schutzschild weg. Wir kriegen jetzt nämlich eine Fackel in die Hand. Nämlich dunkel da drinnen. So, können die eigentlich Fackeln? Ach, guck mal. Ich bin mal gespannt. Das will ich mal ausprobieren, ob ich dann mehr Licht habe oder so. Gerade Warhorse kann man keine Fackel irgendwie hier zuteilen. Vielleicht der Ponypanzer, so ein paar Holzlatten zusammengebunden und dann ans Pferd rein. Ist mir vorher noch optisch gar nicht aufgefallen. Okay, los geht's, rein da. Licht, beim Erkunden von Gräbern braucht ihr Fackeln, um nicht im Dunkeln zu tappen. Wenn euer Licht ausgeht, gerät der Trupp in Panik und flieht aus dem Grab. Ah, guck mal, wir machen hier vom besten Mal einen Screenshot. I wanted to go back down and look for my friends, but my leg. Oh, barely move and it starts bleeding again. I was bitten last night. Ah, gestern Abend wurde ich gebissen. Okay, Hilfe, Medizin. My leg feels much better, thank you. Can I come with you? I want to find my friends. Ja, Eskorte. Und stimmt, Pestheilmittel habe ich nur eins, ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht beißen lassen. Okay, auf geht's. Rings um mich schon natürlich hilft Knurren, seid umzingelt. Jetzt schon, okay. Huch. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Ach du Güte. Alle wieder äußerst unglücklich. In alle Richtungen verteilt, ne? Gucken, manchmal wird da schon irgendwie eine angezeigt.
weiß man schon, von wo sie kommen. Ich glaube mal, das haben sie angepasst, ne? So wie es aussieht. Okay, pass auf. Tritos muss irgendwie nach hinten. Der ganze Weg ist blöd hier. Olinon, Speerträger, Irema geht mal hier runter. Oh, warte mal. Da. Doch, da geht's auch weiter. Taurus. Mencia. Du machst mal Verhalten, Angriff, Verteidigung. Das ist jetzt doof, ne? Wo platziere ich mich? Ich will auch nicht, dass das Warhorse irgendwie... Obwohl, wenn es stirbt, dann kommt ein drittes, ne? Alles klar, Nacktmull ist am Zug. So, jetzt muss ich mal gucken, wie stelle ich mich auf? Punkte habe ich nämlich auch so gut wie keiner. Beispiel mit Taurus. Ach, kommt nicht ran, weil der Lichtschein zu schmal ist, ne? Trotzdem nicht. Wow. Nicht ungefährlich, ja? So, du rennst einfach mal durchs Dunkel. Thema. Wow. Anfälligkeit. Die mögen nämlich kein Licht, die Mistviecher. Oh oh. Die Jotten ist ein bisschen doof. Okay, Tritt, Bogenschütze. Der muss eigentlich reingeschubst werden, naja. Ne? Blöder Winkel. Nichts gebracht. Nicht so wie gedacht. Tritos. Olinon, warte mal, wer ist dran? Der ist gleich dran, ne? Ja, ja, nee. Ah, Mist.
Warte mal, den können wir eigentlich richten lassen. Ah, schade. Aber nächste Runde rennt er nochmal los. Dann kassiert er wieder. Jetzt haben wir Licht auf die Ecke. So, hier oben postieren für den Fall, dass da irgendwie gleich noch einer runterkommt. Keine Ahnung, von wo die kommen. Meter, wie weit? 16, ne? Okay, dahin. Gut, von links. Nicht durchs Feuer, warte mal, du kannst laufen 12. Nicht durchs Feuer durch. Ja, okay, komm, ist egal. Stramm stehen. So, er ist gleich dran hier. Mencia, Tritos, warten wir ab. Irema geht mal. Ja, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja. Anfälligkeit. Ach Mist, weil er nicht mehr mit dem Fackel abgedeckt war, ne? Shit. Rüssel. Mencia muss jetzt auf die Rückseite einen Rundumschlag machen. Oh, wer ist da denn? Mach den mal ruhig hier. Nicht durchs Feuer. Ja, wie weit kannst du? 22. Okay, pass auf, außen rum. Hier lang. Sind demoralisiert und wollt fliehen. Ja, komm, machen wir. Ja, jetzt irgendwie noch Schaden riskieren für eine Ratte. Ich glaube eher nicht. Alles behandeln. Gucken. Hat er dann Verfassung um die Hälfte verringert? Ja. Wäre eigentlich nicht schlecht.
Lockers. Okay, weiter geht's. Und da kam er, ne? Da geht's 3, hier geht's 3. Untersuchen. Die Statuette, Antiquität. Untersuchen. Trümmermechanismus von der anderen Seite ausgelöst werden. Ja. Untersuchen. In den Augenhöhlen des Monsters schimmern zwei Edelsteine. Sie euch zu holen, dürfte ein Kinderspiel sein. Linkes Auge. Dunkel nach Rubin. Wollt ihr den anderen Edelstein nehmen? Und Saphir. Das untersuchen. Rückseite, ne? Ist nichts weiter. Hier an den Wänden ist nichts weiter. Eine Bodenmarkierung ist nichts weiter. Okay, umkehren. Untersuchen. Die Inschrift lautet Erkesbit, bekannt als der Baumeister. Mal Goldschlüssel brauche ich hier unten. Da ist Haupteingang. Mehrere Meter unter euch seht ihr eine Kammer in den Rand der Plattform, auf der ihr steht, wurde ein Haken geschlagen. Aber das Seil wurde einem Anschein nach entfernt. Seil verwenden. Aufsteigen. Da sind Skelette drin. Linkskurve. Und guck mal hier. Das Symbol muss ich mir jetzt merken. Und, ah, guck mal da. Der Gelehrte hält ein Pergament in der Hand, auf das eine Rune gekritzelt ist. Zack. Wissen nehmen. Noch eine Fackel nehmen. Taschenbuch. Ich habe mit jeder Rasse eine kleine Menge Wissenserfahrung. Jetzt wird es nämlich interessant. So, Gelehrter, ne? Aber. Kleine Menge Wissenserfahrung. Ich da jetzt erstmal. Ich habe noch keinen Bock, dass der mir abhaut. Ihre Rüstung. Sonst hatte ich ja keinen Händler, ne? Geht gelehrt, meine Entschuldigung. So, nee. Ich habe jetzt 9 Leute. Der Bogenschütze, der 10. sollte dann gelehrter werden. Okay, Seil hinaufklettern. Nö. Dann geht's weiter. Und wieder eine Kammer. Alle 4 Richtungen. Ja, so wie es aussieht, ist das Dungeon nicht irgendwie verändert und angepasst worden. Bis jetzt jedenfalls. Am Ende des Zuges erhält diese Einheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% einen Tapferkeitspunkt. Oh, okay. Gürtelzubehör, ne? Jetzt. Oh, nee. Reichweite. Goldzähne. Ein Willenskraft, der sollte auf 15 sein. Bewegung plus 1 braucht er. Bewegung 11. Ja, wäre auch nicht schlecht, wenn er das nimmt. Lederriemen, Crit, Treffer. Lebenskraft plus 1. Guck mal, die kann das zum Beispiel nehmen. Gut, wir gehen jetzt erstmal nach links rein. An der Wand wurden ein paar Holzstücke genagelt, die von einem Vorgeschloss zusammengehalten werden, um eine behelfsmäßige Barrikade zu richten. Wir mit roher Gewalt ausrechnen. Nee, Schloss knacken. Guck mal hier, warum nicht? Nachher bricht mir noch was ein und jemand wird verletzt. Machen wir es mal. Mal schön auf Können hier. Der Weg ist frei. Hier, sonst war ja nichts weiter. Biegen wir links ab.
So, guck mal, hier ist noch ein Symbol, muss ich auch einmal aufschreiben. Da liegt noch ein Begleiter. Der Entdecker hat sich in diesem Raum geschleppt, um zu sterben. Ruhen, Abhandlung über die Pest. Okay, sehr geil. Jedes Mal, wie diese einer kämpft, hat sie die Chance, Aussätze zu bewirken. Kann nur bei gutem Wetter eingesetzt werden. Und da haben wir wieder ein Seil. Okay, sonst ist hier nichts, ne? Gut. Ah, ich habe keinen Gelehrten. Letzte Gefährte. Vertran. Bestauchung. Panik. Wird nach Schaden verdoppelt. Ja, du musst einmal einspringen. Die ist ja auch schon recht weit, ne? Na. Ja, das war doof. Da hätte ich tatsächlich erstmal warten müssen, bis ich einen Gelehrten habe. Oben rechts rein. So, der ist oben rechts. Ach, guck mal. Ging diesmal deutlich schneller als sonst. Jetzt habe ich hier mal echt Minuten verbracht und habe es irgendwie nicht gelöst bekommen. Okay, umkehren. Dann sind wir in dem Hauptgang, ne? Dann müssen wir einmal gerade. Und Kampf. Ja. Wieder alle hier so weit voneinander entfernt, ey. So, Bogenschütz muss auf jeden Fall in die Mitte. Boris hat auch noch Rüstung. Das liegen. Ne, liegen nach außen. War schon ganz gut so mit der Fackel an der Stelle. Ist gar nicht mal so schlecht inzwischen. Könnte beide treffen, ne? Tatsächlich. Gut, rein ins Licht. Oh. Inkontinentia. Ethos. Demencia. Wir müssen einmal wegschießen von Negan. Und er bleibt, wo er ist und ist nicht weggeflogen. Ja, schade auch. Gut. Dann irgendwie mal in die Richtung zielen hier, ne? Aber ein bisschen weiter nach vorne darf es schon sein. Ne, wieder zurück. Ist der Radius zu klein.
Könnte Nacktmull gefangen nehmen. Dann hätte ich eine Chance auf Krise, ne? Aber weiß was drauf da. Das Schwert ist echt geil, wenn der Boden hier so ein bisschen brennt. Ah, will ich ihn jetzt platzieren? Das Liegen da gleich raus, kommt hier hin. Mist. Was macht die denn hier unten? Kriegst du ihn kaputt? Oh, okay, rennt weiter, sehr gut. Muss ich eigentlich noch auf Verteidigung stellen. Nur noch sie hier, ne? Ach, Scheiße. Mist. Neue Runde beginnt. Okay, dann mach das mal weg. Zu, dass du hier hochkommst. Gerade abstichst. So, Irema, hier auf die Rückseite. Nochmal 2 Punkte. Verteidigung. Der haut hier gleich einfach ran, wahrscheinlich. Ne? Rennt natürlich außen vorbei. Aber gut. So, Harkat. Der hier ist nämlich gleich dran.
Ja, wenn irgend... Ach, Mist. Nein, die holen wir uns jetzt. Das sind, glaube ich, nur noch diese beiden hier unten. Und geschafft, ne? Tatsächlich. Sehr nice. Gut, alles einpacken, alles behandeln. Weiter geht's. Und ich habe hier das eine Fertigkeitenbuch. Das nehmen wir mal direkt schon. Einen Punkt erhalten. So. Untersuchen. Ohne Stadt entdeckt. Okay, mehr ist hier leider nicht. Ab, aufbrechen. Versuchen. Schatz der Ahnen. Rubin, Saphir, Kodex des Baumeisters, Kapitel 3. Und mehr war hier gar nicht. Okay, zurück. Ja, das machen, bevor es weitergeht. Okay. Oh Mann. So, wie sieht's denn aus hier? Kochtopf. Kannst du nix. Warte mal. Verletze gerade dabei? Nein. Du kannst dich mal ins Zelt begeben. Leichen, dann sind wir wieder bei 90. Naja, guck mal, das haut doch gut hin. Oh, hier Ratte, die müssen wir essen. Jetzt haben weniger Nahrung zu sich. Die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet um 45%, ist nämlich, wenn ich wieder draußen bin. Schweineeintopf tun wir einen dazu. Bisschen mehr Kohle. Durchschnittlich? Fragezeichen. Wenn ich Pech habe, werde ich jetzt nachts sogar noch angegriffen, ne? Satteltaschenschiene, Fackeln, Dietrich-Angelhaken, Seile. Warte mal, Lagerausrüstung. Was kann ich denn da jetzt machen? Sonstige Gerberei. Ein Leichnam-Wertgestell aufspannen. Hier, Lagerfeuer. Zeugt zusätzlich Zufriedenheit. Verbessertes Zelt. 18 mal Leder, 18 mal Stoff, 6 Erz, 6 Seile. Ja. 18 mal Leder, ne? Habe ich nicht. Seitdem. Komm. Zack. Zwei, vier und noch zweimal, ne? Gut. Neun. Dann kriege ich 6 mal Leder dazu, dann habe ich 18. Geisterleder kann ich auch später nochmal machen. Gut, dann holen wir uns den Punkt hier wahrscheinlich fürs Zelt. Da kann ich Lagerfeuer bauen. Da kommt dann auch Sandstein rein. Ne? Und zusätzliche Rast, Zufriedenheit, Tragbare für 2 Verletzte. Erbgestell. Möglich euch aus den Kadavern von Geister... hier ein weißes Leder zu erzeugen, produziert ein Leder mehr. Aha, guck mal, dann mache ich da erstmal das Gerbgestell.
sind wir auch ein bisschen holzlos. Und hat uns noch einen Wissenspunkt eingebracht. Ja, noch geiler. So, mal gucken, was können wir denn da noch machen? Strategietafel. Erzeugt noch mehr Tapferkeitspunkte. 4, 4, 10. Habe ich noch 10 mal Holz? Habe ich tatsächlich. Und noch 3 mal Leder. Habe ich auch. Dann nehme ich erstmal die Strategietafel auch noch mit. Yep. So, und pass auf. Und dann nehmen wir hier oben. Der da war wieder raus. Das wieder rein. Berühmt. 100 Einfluss. Sprengmeister werft 10 Bomben. Und rasten. 48, 48. Zweimal Holz für 4 mal Kohle. Die Kohle habe ich jetzt. 7 mal, ne? Nee, komm. Dann sparen wir uns das letzte Mal Holz. Machen wir nur einmal. Und los geht's. Daumen drücken, dass wir nicht angegriffen werden. Sehr gut. Ist gut gegangen. Wer bist du? Achso, hier. Als ich diesem Trupp beitrete, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir solche erstaunliche Schätze finden würden. Nur wenige Vagabunden können das von sich behaupten. Und der Rüstungsreichweite des Gegners in der Welt erhöht. Beziehung plus 1. Erhält den Status laut. Danken. Vorstellen. Träumen von allen möglichen Abenteuern. Kriegen wir noch 2 Tapferkeitspunkte. Lebenskraft um 5 erhöht. Inspiriert. Ja, bin ich mit. Und zwar jetzt Inkontinentia, ne? Inspiriert, Willenskraft 5 erhöht. Eine Rast. Willenskraft 20. Okay, aber ich sage mal hier auch eine kleine Pause. Ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich hier. Die brauche auf jeden Fall Rüstung. Jetzt auch noch ein bisschen Rüstung. Uralte Statuette. Jedes Mal, wenn die Seiner einen Gegner tötet, erzeugt sie zusätzlich ein Moral. Ah, die hatte ich früher, glaube ich, liegen mal gegeben. Und auch kaputte Rüstung. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder mit Teil 2. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.